Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Hellblade. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, weil wir dort unten hier den Marker da gemarkert haben. Und da sind ja 9 Orte sozusagen genannt worden, die wir besuchen müssen. Und ich hatte ja gesagt, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, vor allem Asgard, Nilfheim und so weiter. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, das war aus dem Universum, wo auch Thor spielt. Also müsste das eigentlich das gleiche Universum sein. Da gibt es ja auch Totenwelten und. So, jetzt werden wir aber mal schauen, wie es hier weitergeht. Und wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende der Folge freuen, wenn ihr mir ein bisschen unterstützt. Lasst mir doch ein Like da, Kommentar oder auch Abo, wie ihr lustig seid. Würde ihm alles sehr, sehr helfen auf jeden Fall. So, würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch und schauen, wo es denn hier weitergeht. Okay, man kann schon eigentlich sagen, dass es bis jetzt linear aussieht, das Level-Design. Also nichts mit Open World oder so, oder wenigstens Hauch von Open World. Aber ist, glaube ich, auch mal nicht schlecht. Solange das Gameplay überzeugt, muss ich nicht unbedingt Open World haben, obwohl mir Open World natürlich sehr gut gefällt. So, schauen wir mal. Hier rüber balancieren. Okay, und wir können anscheinend auf L1 sprinten. Ja, ich gehe ja schon runter. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. Der verborgene Pfad. Okay. Schauen wir doch mal, wo uns der verborgene Pfad hinführt. Ist es vielleicht jetzt schon so ein Tor zu einer von den neuen Welten? I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Okay, finde es gleich, um das Tor zu öffnen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. Never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? Around you now. For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Look really clearly. Focus, Senua. Focus. Focus, and you'll see. What happens if you focus? He's not
Okay, ich habe eigentlich das vor meinen Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich kann es da nicht einfügen. Komme ich hier noch nicht rein, oder? Aber ich komme da auch jetzt nicht mehr zurück. Ich habe überall praktisch das M, ja? Fokus. Sie ist nah, fokussiere und wirst sie finden. Ah, okay. Alles klar. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Well, it worked. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. Sehr, sehr rutschig aus hier. So, über diese Brücke können wir ja normalerweise nicht, weil es hieß ja, also in der ersten Folge, falls ihr es gesehen habt, hieß es ja, dass dort nur die Toten die Brücke überqueren können. I guess it's the same with heights. We can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that. Lalalalalala. WTF? Ich bin eigentlich ganz normal rübergegangen. Okay. Oh mein Gott, das sind wieder so Passagen, da bin ich ja ein richtiger Held für sowas. Ich gehe einfach mal schneller rüber. Halt die für. Nein, was ist denn hier los? Ach Mensch. Sie ist mit der Kamera auspendeln, oder was? Komm, zieh, du bist ja gleich am Anfang. Mende, los. Oh.
da. Okay, da ist das gleiche Zeichen wie an dem Tor war. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. Loki, okay. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Also Loki war ja, glaube ich, der Bruder von Thor. Okay, hier geht's runter auf jeden Fall. Wollen wir mal nicht. Wir wollen jetzt erstmal hier schauen. Aber hier scheint es nicht weiter zu gehen. Okay, gehen wir hier runter. Es wird das Tor zur Brücke sein. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Ich denke nicht, dass ich das aufkriege, das Tor. Ist auf jeden Fall das Tor zu Helheim. Das Tor zwischen den Lebenden und den Toten. Ich glaube, sie spricht jetzt uns an, oder? Wir sollen ihr zurückgeben. Oh, da kommt ein Krieger. Hol mir das Schwert her. Ich kenne mir die aus. Noch einer. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Was soll ich hier machen, Mage? Mein Gott. Don't give up.
Alter, das ist krass. Senua! Es war bloß ein böser Traum, hoffe ich mal. Nee, oder? Nein. Has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Mit jedem Fehlschlag wächst die Dunkelheit. Wenn die Fäulnis sie nur aus Kopf erreicht, ist ihre Aufgabe vorbei. Ach du Scheiße. Und jeglicher Fortschritt ist verloren. Oh mein Gott. Das heißt praktisch, umso öfters wir sterben... The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. Okay. She still has control of her mind. Umso öfters wir sterben, umso näher sind wir praktisch dem wirklichen Tod dann und werden dann übernommen. Oh mein Gott. Schaffe ich doch niemals. Okay, da muss ich wirklich vorsichtig in den Kämpfen sein. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Okay, ich muss zuerst zwei Götter, den Gott der Illusionen, den Gott des Feuers anscheinend irgendwie killen. Dann werde ich wahrscheinlich die Siegel bekommen. Hier sind ja links und rechts ein Siegel. Und dann werde ich dieses Tor öffnen können. Jetzt muss ich aber erstmal schauen. Und zwar Steuerung. Nahkampf. Blocken R1. Okay, blocken. Schon mal wichtig. Schnellschlag, schwerer Schlag. Ausweichen FX. R1 blocken. Okay. Ich denke mir, dass ich jetzt hier zwei Wege zur Auswahl habe. Gehen wir doch erstmal in die Illusionswelt. Wenn es denn hier so weitergeht, wie ich denke. Ja. Okay, meine Hand ist anscheinend schon von der Dunkelheit begeben. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Okay, ich habe gedacht, das ist Illusion jetzt. Okay. Find him, Senua. And spill his blood. Okay, jetzt sind wir anscheinend in der Welt von dem Feuergott. Wie es denn aber hier weitergeht in dieser Welt, bleibt auf jeden Fall dran. Wir machen jetzt erstmal einen Cut an dieser Stelle. An outcast was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northman. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge an, wie es denn hier
in der Welt weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist mega, mega spannend. Echt. Also gefällt mir bis jetzt richtig gut. Ist mal was anderes, finde ich. So, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo, Like oder auch einen Kommentar da. Weil ihr wisst, ihr Leute, Support ist kein Mod. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.